Aha. Gucke mal einer an. Wo sind wir denn hier? Es geht weiter. Da ist noch das Drachenufer und wir können noch mal zurück. Wo kommen wir hier raus? In der Wintertundra. Warte mal. Dann ist bestimmt jetzt das große. Viele Personen. Ja, das sind viele Personen gewesen, ja. Aber es ist auch schön so. Also finde ich gut. Das große Portal ist aktiv und wir kommen zum Drachenufer. Und können damit, glaube ich, auch auf 120% kommen, ne? Weil das sieht nämlich aus, als wenn das hier noch ein Level wäre. Ich möchte mir mit euch das Drachenufer auf jeden Fall noch angucken. Dann gehen wir jetzt noch zum Drachenufer. Let's go. Mega cool, dass es doch noch was gibt. Kann ich hier tauchen? Gut gemacht, Spyro. Torwächter. Hereinspaziert in den Drachenuferpark. Übrigens, wenn du 10 Marken gewinnst, kannst du unser Kino besuchen. Wenn ich 10 Marken gewinne, kann ich das Kino besuchen. Was? Und sieh dir unser heutiges Angebot an. In dieser Bude lauern einige der grausamsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Ja, so mehr oder weniger wahrscheinlich, ne? Diesen Baseball kannst du spucken, Sportsfreund. Visiere dein Ziel an, spuck den Ball aus und sieh zu, wie die Kreaturen ins Wasser fallen. Keine Sorge, du tust ihnen nicht weh. Ach, mach dir nichts draus. Ich hab, glaube ich, diese Kreaturen schon verbrannt, also. Hey, das war doch lustig, oder? Diese Marke ist deine Belohnung dafür. Ja, also mehr oder weniger. Also ja, es ist irgendwie schon lustig gewesen. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Also 10.000 haben wir auf jeden Fall. Machen wir auch den Stein nass. Gar nicht so schwierig, oder? Hier ist noch eine Marke für dich. Was willst du mich verarschen, als wenn ich jetzt von dem einfach 10 Marken bekommen kann? Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Ja, ich möchte die anderen Attraktionen eigentlich auch noch ausprobieren, ne? Komm, wir gehen mal zu dieser hier zuerst. Völlig kostenlos! Keine Anzahlung, keine monatlichen Gebühren! Dafür gebe ich dir eine Marke! Mehr habe ich nicht zu geben, aber dafür darfst du so oft fahren, wie du willst! Alles klar, gut, ich werde fürs Fahren bezahlt. Ja, dann war ich meine Freund. Mein Freund. Ja, das werden wir ja dann hoffentlich gleich sehen, ne? Dafür bekomme ich jetzt eine Marke. Hier ist deine Marke. Wie versprochen, wenn du 10 Stück hast, kannst du das Drachenufer-Kino besuchen. Ja, klingt gut. Hi Spyro, du sollst ja ziemlich zielsicher sein. Möchtest du dich mal an meinem Schießstand versuchen? Ja, sehr gerne. Okay, ich stell die Stoppuhr für dich ein. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Bereit für die nächste Runde? Ja, komm. Okay, ich stell die Stoppuhr.
Okay, ich find's lustig, ich geb's zu. Ist mir egal, was im Kino läuft. Ich mach's auf jeden Fall. Bereit für die nächste Runde. Ja. Okay, ich stell die Stoppuhr für. Bitte, hier ist meine letzte Marke. Ach so, und dann muss ich jetzt auch die noch. Achso, jetzt muss ich den noch öfter machen, den anderen da. Warte mal. Ja, wartet. Dann machen wir hier. Och, der Arme! Der wollte die Schildkrötensuppe machen, ne? Der hat's auch nicht anders verdient. Wow, du bist echt zielsicher. Hier, das ist meine letzte Marke. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir das bestimmt immer wieder machen, bis wir die letzten Marken vorne haben. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Ja, nö, jetzt habe ich ja keine Marken mehr von dir. So, jetzt haben wir da, hier, und dann gehen wir jetzt das hier hin. Hey, junger Freund. Ich würde dich ja gerne ins Drachenufer-Kino lassen, aber du hast zu wenig Marken. Achso, das ist das Kino, okay. Willkommen zur Drachenufer-Achterbahn. Oh ja, gerne. Nicht einfach nur gefahren. Wenn du alle Ballons auf der Strecke platzen lässt, wartet eine Marke auf dich. Startklar? Ja, klar. Acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. Das klingt aber cool. Ach so. Okay, das habe ich jetzt. Kann man hier verkacken? Oh, ja, kann man. Also kann man irgendwie eine falsche Route nehmen, meine ich jetzt. Aber das ist mit Abstand die coolste Attraktion bis jetzt. Nee, hier konnte ich nicht links rein, da war abgesperrt. Nee, man kann nur diese eine Route nehmen, okay. Das wollte ich gucken. Also ich habe gedacht, vielleicht habe ich eine Abzweigung schon verpasst oder so. Also nicht, dass ich extra gestorben wäre, aber. Gut gemacht, Drache. Hier ist eine Marke. Ja, aber ich brauche mehr Marken. Ich brauche noch zwei. Wo bekomme ich die her? Okay, ich lege jetzt diesen Schalter um. Dann kannst du noch mehr Strecken fahren. Versuch auch hier die Balance zum Platzen zu. Ja. Acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll. Nö, ich gebe keine Acht auf meine Mitfahrer. Die können mich mal. Wo ist jetzt 50 Ballons? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt vorgeschrieben ist oder. Weil ich kann halt nicht lenken, glaube ich. Wird mir erklärt, wie ich lenke? Weil. Hier konnte ich doch jetzt irgendwie abbiegen oder nicht? Hier zum Beispiel. Hä? Also hätte ich das eben gar nicht mehr schaffen können, weil ich habe nämlich Abzweigungen verpasst. Ja, hier doch jetzt auch schon wieder nicht. Ich kann es doch wieder nicht mehr schaffen. Ich bin ja nicht abgebogen, oder? Hä? So, die kommen einem dann woanders nochmal entgegen, sodass man abbiegen kann. Wie oft darf ich jetzt im Kreis fahren, ohne dass ich da abbiegen kann? Achso, ich kann es einfach vorher drücken. Ja, das hätte man mir auch vorher sagen können. Das ist aber wieder so ein Kritikpunkt, den ich halt eben ja auch schon geäußert habe, ne?
Das Spiel erklärt einem echt wenig. Ja, ist egal, ich würde sowieso die ganze Runde nochmal machen müssen, also es ist vollkommen okay. Weil man kann das nämlich auch jetzt schon bestimmen, dass man abbiegen soll. Er ist nicht abgebogen aus irgendeinem Grund. Vielleicht habe ich doch die falsche Taste gedrückt. Okay, ich kann schon wieder nicht abbiegen. Ist okay. Wir fahren 2 Runden. Oder halt auch 3, wenn ich es wieder nicht hinkriege, ne? Diesmal hat das immerhin geklappt. Ah, und das auch gut. Der Looping ist auf jeden Fall cool. Hey, nicht übel. Hier ist noch eine Marke. Oh, das ist schön. Danke für noch eine Marke. Noch eine Fahrt. Du hast es drauf. Diesmal musst du auch mit der Kanone an deinem Wagen Balance abschießen. Möchtest du es gerne mal? Ich achte auf deine Mitfahrer. Klar möchte ich mit der Kanone auch was abschießen. Wie schieße ich mit der Kanone? Okay, ich wollte sagen, den einen habe ich erwischt, den anderen nicht. Habe ich den jetzt erwischt? Ich habe nicht auf die Anzahl geguckt. Wir fahren einfach, können ja öfter im Kreis fahren, zum Glück. Jetzt haben wir ihn erwischt. Ich weiß wieder nicht, haben wir den erwischt? Ja, sieht so aus. Ja, den aber nicht. Fahren wir nochmal hier lang. Was spielt denn hier? Ich habe keine Vorschau gesehen, ne? Gut, das hat aber gezielt auf jeden Fall. Kann ich das Ding auch mit der Kanone abschießen? Das ist ein... Nee, die kann ich nicht abschießen, okay. Also da muss ich jetzt aufpassen, weil da muss ich jetzt mal drüber springen. Ja, wir müssen es nochmal machen. Also wir müssen halt hier nochmal diese Runde hier fahren, ne? Weil ich glaube, ich habe den nicht bekommen, den einen. Oh, wir sind die Runde nicht nochmal gefahren. Da fehlt jetzt einer, ne? Yep. Da fehlt jetzt einer. Vom Ohr, wir müssen die Runde nochmal fahren. Was mache ich nicht? Ich fahre die Runde nicht nochmal. Naja, ist egal, das ist einfach noch ein bisschen was anderes. So. Wow, und du bist ein Naturtalent. Dankeschön. Hier, meine letzte Marke. Gut, damit haben wir alle Marken, alle Zähne. Möchtest du nur zum Spaß Achterbahn fahren? Nein. Achterbahnen sind nicht jeder Drachensache. Komm später wieder. Ja, mach ich. Eigentlich finde ich Achterbahn schon cool, aber ich möchte jetzt erstmal ins Kino gehen. Hey Spyro, heute ist dein Glückstag. Du hast genügend Marken gewonnen, um das berühmte Drachenufer-Kino zu besuchen. Ja, möchte ich. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Jetzt sind es einfach die Credits.
Ach, das ist jetzt hier. Ich glaube, ich habe die Lösung. Das sind die Story-Sachen, ja? Ja, das sind die Story-Cutscenes, die man sich hier nochmal angucken kann. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Sondern wir öffnen dieses wunderbare Tor. Ich frage, was bringt es uns? Was können wir damit kaputt machen? Es muss doch irgendeinen Sinn und Zweck haben, dass wir diese Fähigkeit jetzt hier bekommen. Nein, ich würde sie nur ruhen. Hä? Ich muss hier doch irgendwas machen können. Jetzt. Das wird doch nicht alles sein. Aber jetzt habe ich ja halt diese komische Feuerfähigkeit, aber. Guter Schuss, aber ich habe keine. Ich bin ja schon gut gefahren. Wofür ist das? Das ist doch irgendwo für gut, oder? Also das ist doch jetzt hier nicht deren Ernst, dass es jetzt einfach nicht da ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss doch einen Sinn und Zweck haben. Aber hier ist nichts mehr. Also, was soll denn hier auch noch sein? Kann ich die irgendwie verbrutzeln? Ich möchte nicht nur zum Spaß Achterbahn fahren, ich möchte 20% dafür haben. Laberst du noch irgendwas? Versuch an den Attraktionen, mach. Ja, habe ich schon. Gut, offensichtlich endet das Spiel so. Ich weiß zwar nicht, wofür wir diese Fähigkeit bekommen haben. Und eigentlich ist es auch ziemlicher Schwachsinn, dass wir diese Fähigkeit bekommen haben. Aber. Ich bin jetzt mal so nett und so frei und google mal, ob es da noch was gibt. Weil. Also hier steht, dass es. Ne, hier gibt es nur 100%. Gibt nicht 120.
Okay. Also. Ja, doch, da stand da, aber hier ist ja nichts mehr. Ich bin ja fertig jetzt, ne? Also. Wir werden in diesem Freizeitpark das Projekt jetzt hier beenden. Das war's, Feierabend. Hier gibt's nichts mehr. Wir sind fertig. Wir haben 100%. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe jetzt gegoogelt. Es gibt auch wirklich in diesem Spiel nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem nächsten Spyro ist, ob es da wieder 120% gibt. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. In diesem Spiel gibt es auf jeden Fall nicht. Weil es hier keine weiteren Bonuslevel gibt. Wie im ersten. Und damit. Ja, Spiel beenden, ne? Oh ja, jetzt nicht mehr. Ja, und damit endet das Spiel auf jeden Fall jetzt, ne? Gut, mein Fazit habt ihr eben schon gehört. Ich fand jetzt den Freizeitpark nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Würde mit euch jetzt dann aber einmal kurz in die Pause gehen. Und dann machen wir noch irgendwie ein bisschen was. Mal gucken. Bis gleich.